So, wir machen weiter da mit Deus 6. Mit dem Trauerspiel. Es geht ziemlich alles nicht so, wie ich will. Jetzt gehen die Türen zu tun. Aber ich kann nicht. Tun wir enthüllen. Warum habe ich leider nicht? Warum? Warum geht's nicht? Was ist da los? Wir können machen. Was ist denn mit Stealth? Ich kann hier nicht her. Jetzt sind recht erkannt. Ah. Da 30% allein. Geht die Tür nicht zu, oder? Aha, bla bla bla. Mir doch scheißegal. Oi, oi. Verstärke die Geschirr. Bauen wir da so eine. Vielleicht bringt das auch noch etwas. Ich habe keine Wohnung mehr, also es muss tiefig gehen jetzt. Gut, um. Was wir im Blickfeld noch schaffen. Schieder nicht. Nicht entdeckt, dann kann ich da weiter hacken. Und das reicht für beide. Ja. Wenigstens mal etwas, wo man etwas nutzt. Nehmen wir jetzt gerade unter, ob der untere Stockwerk das bleibt. Ballern wir einfach den Weg frei. Ich muss da irgendwie noch raus.
wie muss ich das da drehen, dass das gut ist. Da geht dann eine Tür auf, wenn es richtig ist, oder? Ah, muss ich die verkaufen, wieso? Dass sie leuchten alle, oder? Das ist ja, jetzt ist gut. Da ist noch Kompi mehr. Den habe ich gemacht. Den habe ich noch nicht gemacht. Kann ich aber auch nicht. Mal. Ich will so ein Tool. Jetzt hole ich alles raus da. Das ist mir alles scheiße gegangen. Das rentiert. Zum Glück ist das nicht sinnlos gewesen. Jetzt habe ich da geschaut, ist manchmal noch Schalter versteckt. Wenn ich mein Atmix, warum ist jetzt da wieder zu? Ah, jetzt kann ich auftun. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich suche, hä? Ich habe doch jetzt alle Infos gesammelt. Ah, hier. Ich noch freie Fuß noch probieren, ein bisschen weiter. Ja. Absehen. Was ist denn mit dem los? Hey. Zeug übersehst noch schnell. Moment, bevor ich da... Ja, moin muss ich keinen Code. So, den verstärke ich mal. Das ist null, den kann ich auch noch verstärken. Da ist aber null gestanden. No. Scheiße. Hör Gott nochmal. Schnell hier alles abchecken, dann kann ich vielleicht näher wieder. Wenn ich unten war. Mal schauen, jetzt soll es wieder gehen. Jo. Mal schaffen wir es.
Also einfach so. So. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der. Ich könnte aber hier noch Spam und Datenspeicher. So. Ja, langsam fahre ich das Spiel von schnell, aber mit diesen ganzen. Cool. Ich kann etwas mit den Augmentierungen machen, aber ich brauche immer noch zwei. Das möchte ich eigentlich gerne. Wo ist es? Das da. Ich brauche zwei Praxis. So. Aufschalten braucht zwei. Was ist das? Hack und Tarnen. Notenverstärkung. Ah, das hat mir gefällt, dass ich eine Geschützkontrolle zum Beispiel habe ich nicht. Das ist gut. Jetzt frage ich mich, ob ich soll noch warten soll. Jetzt habe ich aber glaube ich zwei Daten gesammelt für den Herrn. Gehen wir mal gut schauen, ob es noch mehr so Zeug hat. Jetzt her. Hä? Das ist da, wo ich nicht raufkomme. Da bin ich beim Lift. Ist jetzt echt ein bisschen mühsam. Das ist der Ausgang. Ich bin gesucht. Das ist alles roter Bereich. Das ist der echt oben. Das war schon. Ich war noch nicht. Herr Schanti, seien Sie dabei. Zeigt es mir da auf dem Boden irgendetwas an, oder? Nein, das ist siehst du dort. Die Bodenplatte leuchtet so strange. Da kommst du eh nicht durch. Ein schrecklicher Tag vor zwei Jahren, an dem Augmentierer weltweit in eine psychotische Mordlust verfiel, die zum größten Verlust an Menschen. Ah, schau jetzt, der Tobi ist noch. Und noch das Keim-Ding dort. Wie kommst du da rauf? Wie kommst du dort rauf?
ist das ein anderer Durchgang, wo du reinkommen kannst. Das kann sein, dass du von irgendeinem anderen Ort da oben durchkommen. Das würde mich jetzt gerade interessieren, in der Tufe. Von hier nicht. Ah, das ist doch beschissen, echt. Wahrscheinlich von anderen Seite. Ein Wagen ist halt. Moment, wie kann ich eigentlich meine Unsichtbar habe ich ja nicht mehr. Jetzt muss ich schnell schauen, was da rausgeht. Gerade durch die Lobby. Ich Keller komme ja nicht wegen meiner Atem. Geschichte, das kann ich noch nicht. Kann ich es von hier aus abschalten? Ich sehe einfach raus da. Tschüss, auf Wiedersehen. Oi, oi, oi. Das ist aber nicht genau. Oi, die ganze Stadt ist auf das Mal hinter mir her. Hilfe, ja. Hallo? Passiert euch in der Stadt auf das Mal das Gleiche, wenn ich es übertreibe, dass ich nicht ständig gesucht bin? Und jetzt? Wohin? Nochmal einen hacken. Wenn der Null hat, verstärke ich den. Der hat 30. Das ist auch noch ein Nuller. Verstärke ich auch. Hey! Wer ist das gsi? Wer hat da geschossen auf mich? Ich sehe... Ah, das ist eine Drohne. Jetzt habe ich die Drohne auch schon am Hals. Merci nochmal. Ui, ui. Irgendwie bin ich der Horror von dieser Stadt. Bitte, ich tue alles, was Sie sagen. Ja. Vier, sechs, vier. Hey, was habe ich da für einen Terror veranstaltet? Jetzt sind wir auf dem Weg zu Doppelagentin und der Flüstercode haben. Flüsterchip einstellen. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen.
Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen und bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janice dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janice. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Ja, ich bin das größte Chaos. Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die ARK operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die ARK, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Ja, sieht nicht gut aus. Er hat mich von Dubai abgezogen und auf dem Bahnhof angesetzt. Ich glaube, er schickt mich bald nach Golem City. In den Utulek-Komplex? Dort wird's dir nicht gefallen. Die Santo Group hat ihn gebaut als provisorische Unterkunft für Gelegenheitsarbeiter. Aber jetzt? Jetzt ist es die Heimat jedes unlizenzierten Optis in der Tschechischen Republik und das Hauptquartier der ARK. Scheiße, Mann. Was haben die vor? Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Was hast du gefunden? Wie gesagt, Mann, der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neuropuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neuropuzin her. Die haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Ja, und? Was hat das mit der ARK zu tun? Warum ihr einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Okay, aber jetzt... Gehen wir immer noch nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetsky-Puppengeschäft in Dovny Oddward. Ich warte. Dreh im Hinterhof. Verstanden. Cool. Jetzt habe ich nämlich zwei. Jetzt kann ich wieder etwas freischalten. Aber zuerst muss ich den Job abgeben, ohne Nebenmission. Mal schauen, was genau ist. Okidoki. Ob ich da noch irgendetwas herausfinden kann. Wenn ich da nicht an einem Ködersack bleiben hänge.
Der Blick ist doch sehr gäbig da. Ich finde immer noch so ein paar Sachen da. Aber das wäre es da etwa gewesen. Ja, wir sind hier Geschichte. Das brauche ich alles nicht. Okay, dann will ich mal den Auftrag von dieser fucking Bank abgeben. Ja, formal, ich bin ihm gesucht. Der Dunkelheit ist im Rotlichtviertel die Hölle los. Gebiet gesichert. Ich nehme an, deshalb sind Sie Brücke hier. Vor. Verschwinde, Opti. Hast du was mit mir? Oder bist du da? Kommen Sie rein. Überlegen Sie immer noch. Kommen Sie später wieder. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Was ist denn, wenn ich bei dir da Keller gehe? Ah, da bin ich doch schon mal gsi. Hast du sonst noch was gesehen? Nicht so laut. Das kann ich probieren. Den Mantellen. Schauen. 30. 30. Frage, hä? Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Oh, und dann noch. Warum kann ich das nicht? Oh, jetzt geht's. Zugriff verweigert. Aber, das ist schön. Wir sind gewartet. Gehen wir raus nochmal rein. Und das bringe ich auf. Das will er nicht. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß. Hast du sonst noch was gesehen? Bewegung! Du. Mal schauen, es ist ja nicht so weit gegangen. Na ja, so. Stepp. Ein Kunde, willkommen! Geh voraus und sieh nochmal nach. Ich schaue nochmal. Das geht gar nicht mal. Jetzt geht's wieder auf. So. Okay. Das ist nicht wirklich toll. Ist das aus? Ah? Mir fehlt da irgendwie der Superpower in der Faust. Da könnte ich das da auftun. In dem Fall können wir mal die Mission abgeben. Da durch. Jo. Ah,
auf Erden. Okay. Nur noch ein paar Fälle. Was ist denn das? Siehst du ja nicht. Oh, schau, jetzt sehen wir das Hologramm. Supi dupi. Die liegen immer noch rum. Der schläft. Da. Die schlafen schon seit Stunden da. Okay. Jetzt müssen wir die Mission bei diesen Verschwörungsfreaks da zurückbringen. Jetzt ist aber gar nicht mehr wo durch. Jetzt zeigt es wieder zurück. Da rein. Was ist jetzt plötzlich los? Warum schickt es mich hin und her? Ich komme nicht mehr raus. Zum Teil funktioniert es nicht so richtig, wie es sollte. Hier sind wir ja durch. Endlich kann ich die Kackmission abgeben. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach sie suchen. Okay, ich höre. Hier, Pikes wusste alles über einen kürzlichen Chemieunfall und seine Folgen. Ihre eigenen Leute haben sie gewarnt, aber nicht die Öffentlichkeit. Die Volksgesundheit ist nicht so wichtig wie die soziale Ordnung. Das ist gut, sehr gut sogar. Noch was? Jo, noch Flug 451. Ein Passagierflugzeug über einer Ionosphärenforschungsstation abgestürzt. Grund war die dortige Arbeit des Militärs. Nicht ein augmentierter Passagier, wie Pikes es gemeldet hat. Scheiße, Mann! Das ist es! Schlagzeilenmaterial! Das war gut, Mann! Echt gut! Sonst noch was? Nein, das war's. Sehr cool, Mann. Ich hätte ihn leider nicht können. Okay, Bones hat sich schon einen Wolf getippt. Wir haben alle Pikes-Theorien gesammelt und einige Maßnahmen geplant. Jetzt müssten wir die Leerstellen füllen können. Wir sind hier also fertig. Fast. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgabe ordentlich beworben wird. Sie müssen dazu eine Infostation der Stadt hacken. Sie ist direkt auf dem Weg. Und dann vergessen Sie Praha Doros. Praha was?